Ja, dann will ich mal wieder meine persönlichen Nachrichten bitten auf Wunsch der Sender, die gerne Material zum Senden hätten. Ja, Japan. Vielleicht ist das jetzt die große Schockwende für das Geschäft der medizinischen und pharmazeutischen Industrie. Japan hat anfangs viele Testpositive gehabt, hat kein Theater gemacht und produziert jetzt einfach weiter. Wird es Europa überholen? Wirtschaftlich? Ja, also das heißt, die Schlüsselfrage ist, Japan ist vielleicht der Fall, mit dem wir alles andere vergleichen müssen. Japan hat anfangs Testpositive gehabt. Die Japaner sind sicherlich genetisch nicht so weit von den Chinesen in Wuhan entfernt. Also müssten sie eigentlich auch die ähnliche Anfälligkeit gegenüber dem Virus haben, wenn der so stark und gewaltig sei, ja? Und dann sozusagen hätte man eigentlich jetzt in Japan, jetzt müsste man jetzt Berge an Toten sehen, jetzt müsste die japanische Sterbestatistik verglichen mit den gleichen Zeiträumen vor einem Jahr, vor 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren. Ich habe gehört, dass man immer den Fünfjahreszeitraum als Vergleichsraum nimmt, sozusagen. Und dann müsste doch jetzt eigentlich dieses Jahr, müsste doch jetzt Japan halbtot sein. Also die Hälfte oder was weiß ich, ein gewisser Prozentsatz von Japan, der weit über dem früheren liegt, müsste doch jetzt tot sein. Wo die doch kein Theater gemacht haben. Die haben doch keinen Shutdown gemacht. Die haben ihre Wirtschaft nicht stillgelegt, obwohl sie am Anfang viele Testpositive hatten. Also das Virus ganz sicher im Land ist. Und dann haben sie ja sozusagen weiterhin dem Virus die Möglichkeit gegeben, sich an jeden Japaner zu verbreiten. Und die Folge ist scheinbar nichts. Ja, und das ist jetzt natürlich verräterisch. Ja, das ist natürlich gefährlich für unsere Medizinindustrie, die gerade unseren Staat regiert, sozusagen. Die Politiker haben ja quasi die Regierung an die medizinische und Medizinindustrie und Pharmaindustrie abgegeben. Und jetzt müsste das peinlich sein, denn wenn sich das rumspricht mit Japan, dass Japan das Virus also im Lande hat, viele Testpositive gehabt hat und dann aber kein Theater gemacht hat und einfach weiter produziert und wirtschaftlich einen großen Schritt sozusagen nach vorne tun wird, während Europa und die anderen Länder einen riesigen Schritt nach hinten tun. Ist das sozusagen, ist das der Anfang von der Beweiskette, dass das Virus tatsächlich nicht eine besonders hohe Schlagkraft hat? Ne? So. So, dann gehe ich aber jetzt mal kontinuierlich vor. Das war aber die Tagesnachricht sozusagen. Übrigens gerade eben auch passend dazu ist, dass jetzt schon auch in der Politik schon so über Lockerungen gesprochen wird. Ja, also man sucht jetzt wahrscheinlich einen nicht peinlichen Ausstieg aus der ganzen Geschichte. Das wäre natürlich schade für die Medizinindustrie, denn der entscheidende Medizinindustrie-Coup wäre ja, dass man jetzt die Angst vor dem Virus dadurch hochhält, dass man eben Maßnahmen macht. Und durch diese Einschränkung kann man immer noch die Geschichte von der großen Bedrohlichkeit des Virus hochhalten. Und dann hat man nämlich Zeit, weil man will ja noch die Zeit nutzen. Bei der Schweinegrippe war es ja peinlich. Da hatte man keine Maßnahmen gemacht. Dadurch war dann die Angst vor dem Schweinegrippe-Virus völlig verloren gegangen und man konnte weder Impfungen noch Medikamente verkaufen. Das ganze teure gekaufte Zeug von der Regierung. Die Regierung hatte sich also auch damals schon am Nasenring durch die Manege
Leiche zielen lassen und hatte lauter teure Medikamente gekauft und die mussten dann für viele Millionen auch noch vernichtet werden, damit sie nicht noch giftig sind, damit die Vernichtung nicht noch das ganze Land vergiftet, so ungefähr. Ja, also das heißt, da ist also letztendlich jetzt der Punkt, denn eigentlich, denke ich, war der Plan der Medizinindustrie, wenn es ein bewusster Plan war, ich gehe immer davon aus, dass es sich um keine bewussten Absichten handelt, sondern dass es sich um die interne Logik der internen Irrtümer der Medizinindustrie geht, ja, dass die unbewussten, nicht bewussten Irrtümer sozusagen das Denken steuern und dass die aber diesmal so gut zusammengepasst haben, so nach dem Motto, Maßnahmen machen, das hält die Angst vor dem Virus hoch in der Bevölkerung und die Bereitschaft, später dann die Impfungen und die Medikamente auch der Medizinindustrie und der pharmazeutischen Industrie abzukaufen, was bei der Schweinegrippe ja nicht funktioniert war. Die Leute waren nicht mehr bereit, das zu kaufen, weil ohne Maßnahmen hat die Bevölkerung erkannt, dass der Schweinegrippe-Virus harmlos war. Und jetzt bei den Maßnahmen besteht die Chance, dass die Leute in Angst bleiben und dann auch bereitwillig die Impfung schlucken, sozusagen. Trotz der hohen Risiken, die dann wahrscheinlich damit verbunden sind, weil es sich um einen Schnellschuss handelt, der dann ein hohes Gesundheitsrisiko haben dürfte. Ne? Gut, aber so viel. Also mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also Japan müssen wir im Blick behalten und die japanische Statistik wäre jetzt das A und O sozusagen. Ja, ein anderes Thema, wie frei uns die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall macht, zeigen ja gerade die Freiheitseinschränkungen durch die kapitalistische Medizinindustrie. Sie ist halt mal ebenso frei. Ja? Also die freie soziale Marktwirtschaft ist eben mal so frei, in der also jetzt sozusagen die großen Konzerne sozusagen jeden Staat zu seiner Dienstmarkt machen können sozusagen und Für die, die das erste Video ist, ganz kurz nochmal die Erklärung, die in fast jedem Video zu sehen ist hier. Also hier haben wir den ersten Pharmazeuten der Evolution und der sagt, ja, also nein, wir brauchen nur ganz wenig Medikamente. Als erstes braucht ihr, das war so jemand so ähnlich wie der heutige Dr. Med-Gerd Reuter mit TH, der also sagt, am besten gar keine Medikamente zu sich nehmen. Ja, also Medikamente so Kräutertränke und so weiter und Heiltränke so wenig wie möglich. Ernährt euch mit naturbelassenen Naturdingen sozusagen, dann ist euer Immunsystem so stark, dann braucht ihr keine zusätzlichen pharmazeutischen Produkte. Der 5000. Händler hat aber eine ganz andere Idee. Der sagt, nein, also da gibt es so ganz allmächtige Krankheitserreger. Oh, die sind so allmächtig und so super stark. Also da hilft euch gar nichts. Ihr könnt ruhig weiter die moderne Ernährung der Lebensmittelchemieküchen sozusagen, der Giftcocktails, der Fertiggerichte, das könnt ihr ruhig alles weiter essen sozusagen. Das macht gar nichts an eurem Immunsystem. Ihr braucht einfach ohne unsere Impfungen und ohne unsere Kräutertränke und unsere Heiltränke und unsere, könnt ihr gar nicht überleben, das geht gar nicht, Menschen können gar nicht überleben ohne die Segnungen der pharmazeutischen Produkte. Und der glaubt das sozusagen und der wird deswegen viel mehr verkaufen, weil die Leute, die er informiert sozusagen, nicht aufhören mit der krankmachenden Ernährung, mit der unnatürlichen Ernährung. Dadurch wirkt die Ursache immer weiter. Sie werden immer wieder krank und kaufen immer wieder die pharmazeutischen Produkte sozusagen. Dadurch wird er unheimlich reich. Der bleibt total arm, weil er keine Dauerpatienten hat sozusagen. Und dann muss irgendwann nach der dritten Generation sein Urenkel den Laden zumachen. Und während er hier gleich zwei Kinder ernähren kann, in der nächsten Generation werden hier schon drei
Kinder ernährt. Und so entwickelt sich ein Pharmazeutenimperium, das dann als Pharmazieprofessoren an den Universitäten lehrt und ihre Irrtümer alle, dieser gewinnbringende Irrtum wird überall verbreitet. Also so funktioniert die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, und sie ruiniert unser ganzes Leben. Und dadurch wird dann natürlich die pharmazeutische Industrie und die Medizinindustrie werden zu den Herrschern Deutschlands. Das sehen wir ja. Im Moment lassen sich ja die Politiker am Nasenring durch die Manege führen und machen genau das, was ihnen eine gewinninteressierte Industrie sagt, sozusagen. Ja, also wir sind jetzt quasi noch direkter als bei dem Impfzwang, sind wir jetzt die ganz direkten Sklaven der Medizinindustrie geworden. Wir sind nichts anderes als die Geldquelle. Also liebe Milliardärskönige, geliebte Milliardärskönige, alle, wenn Sie zufällig jetzt gerade Großaktionär der Pharmaindustrie sind, na, dann haben Sie kein Problem, dann sehen Sie kein Problem. Aber alle anderen hier, alle anderen Milliardärskönige, die nicht Großaktionäre der Pharmaindustrie sind, sie haben jetzt ein Problem, denn ihre Finanzzahlen werden jetzt alle ruiniert, weil jetzt gerade sich mal die Pharmaindustrie und Medizinindustrie einen riesigen Schluck aus der Pulle genehmigen wollen. Übrigens fällt mir dazu gerade ein, dass es ja so interessant ist, dass also komischerweise zum Beispiel in einem Video ganz klar gesagt werde, wer die Gewinner, zum Beispiel die Klopapierindustrie ist der Gewinner dieser Krise, aber es wird nicht gesagt, dass die Medizinindustrie und die Krankenhäuser und die Ärzte natürlich jetzt auch viel mehr abrechnen können als sonst und also quasi die Hauptgewinner dieser ganzen Sache sind. Das wird aber dann verschwiegen, ganz still und leise, und wird lieber über die Klopapiergewinne gesprochen. Ja, weil man ja natürlich nicht rauskommen soll, dass das Ganze ein Riesengeschäft für die Ärzteschaft ist, die uns so in Panik versetzt. Ne? Ja, das ist genau der Punkt. Ja. Ja, sogar die CDU hat verstanden, dass die soziale Marktwirtschaft der Lenkung bedarf. Ja. Dabei fehlt halt noch das naturwissenschaftliche Gespür, welches Steuerungselement in einer bestmöglichen Planwirtschaft wann und wo eingesetzt werden muss. Aber immerhin haben eben die CDU auch schon erkannt, dass man die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, unbedingt beenden muss und dass man eben auch planwirtschaftlich vorgehen muss und eben gucken muss, wie man was, wann, wo, welches Steuerungselement und natürlich auch solche Steuerungselemente wie Markt, Leistungsmessung, Wettbewerb, Leistungsranglisten, transparente Ranglisten und so weiter. Natürlich muss man solche Steuerungselemente gezielt auch in einer Planwirtschaft einsetzen. Das haben ja sogar die Chinesen begriffen, dass es ohne solche Elemente wie Markt, Wettbewerb, Leistungsmessung, transparente Ranglisten und so weiter nicht geht, ja. Sondern man muss halt alles richtig dosieren in einer idealen Planwirtschaft, und das hat sogar die CDU verstanden. Und trotzdem redet Dr. Markus Krall ständig noch von seiner freien sozialen Marktwirtschaft, die uns die Hölle auf Erden bereiten würde. Ja? So, und die zweiten Scientists for Future 2 wissen halt, wie man dieses ideale Gebäude der Planwirtschaft besser machen muss als die CDU, die es ja nicht im Griff hat, denn sonst würde sie ja jetzt nicht am Nasenring von der Medizinindustrie durch die Manege geführt werden. Ne? Ja. Ja, und dann will man jetzt auch noch die Leute zu Versuchskaninchen machen. Jedes noch so gefährliche Medikament wird abgerechnet. Dr. Köhnlein hatte ja berichtet, dass dieses Versuchskaninchen-Status eben schon jemanden umgebracht hat, der ja in Lancet berichtet wurde. Da wurde so ein aggressiver Medikamentencocktail vorgestellt, der allein die Leute töten kann. So wie das auch bei AIDS ja früher der Verdacht war, dass allein das Medikament tötet und die Medikamente töten und nicht der Virus hauptsächlich tötet, sondern hauptsächlich die Medikamente sozusagen, ja.
Also früher, ich weiß nicht, ob Sie sich das wissen, früher wurden ja Patienten tatsächlich mit Quecksilber zum Beispiel therapiert. Ist doch klar, dass die daran eingingen und kaputt gingen und auch starben und so weiter. Ja, also die Medizin hat schon alle möglichen tödlichen Therapien angewandt. Das wäre jetzt nichts Neues in der Evolution der Medizin, wenn jetzt also lauter tödliche Medikamentencocktails an den Versuchskaninchen, also an uns, ausprobiert würden, ja. Also, und wie gesagt, nochmal, jedes dieser Versuchskaninchen-Medikamente wird garantiert abgerechnet. Also, das würde der Medizin völlig widersprechen, wenn sie nicht durch so ein Versuchskaninchen-Vorgehen jetzt nicht riesige Profite machen würde. Ja, ja. Ja. Dann eine Professorin für Virologie wurde interviewt sozusagen im Internet, Fernsehen. Und da war es dann so, dass sie sagt, ja hoppla, könnte es nicht sein, dass die Todesfälle in Norditalien mit der riesigen Luftverschmutzung dort zu tun haben? Denn schließlich haften den Partikeln sozusagen auch dann immer Viren an und so weiter. Und vielleicht ist dann die Todesursache eigentlich eher die Luftverschmutzung als der Virus. Angeblich laut Duden beides benutzbar. Und dann kam die Nachricht, dass in Wuhan, auch Wuhan sei eben die gleiche Superluftverschmutzung gewesen. Ja? Also die Asiaten hätten diese Masken also eher getragen wegen dieser schrecklichen Luftverschmutzungen. Ja? Und wenn Wuhan und Norditalien die gleiche Luftverschmutzung hatten, ist natürlich klar, dass da eigentlich eine etwas höhere Sterberate rauskommen könnte. Ne? Und dann haben wir noch eine weitere Information. Ein italienischer Priester fand die Beatmung unerträglich. Also dieser Priester hat die Atemmaske nur deswegen weggegeben, weil er sie unerträglich fand. Was ist mit dem Leiden der Menschen unter der Behandlung? Das habe ich ja schon vorhin gesagt. Was ist damit, dass die Leute vielleicht unter den giftigen Medikamentencocktails sterben oder unter der unerträglichen Beatmung sterben? Ja, denn alles, was geschieht, interagiert ja. Also alles, was in einer Gesellschaft nach der Behauptung eines gefährlichen Virus geschieht, interagiert ja. Ja, es ist ja nicht so, dass man einfach hingehen kann und sagen kann, ah, da ist ein gefährlicher Virus unterwegs und lässt einfach aus dem Auge, dass allein solch eine Nachricht die Leute hektisch machen kann, zu mehr Verkehrsunfällen führen kann oder was auch immer. Ja? Also es interagiert doch. Alles, was ich mache in einer Gesellschaft, interagiert doch mit allem anderen und hat Wirkungen, ja, und wenn man die wissenschaftlich so tut, als wäre am Ende die einzige Wirkung dann die Wirkung des Virus und nicht die Wirkung der Nachricht, ja, schon allein die Nachricht hat eine Wirkung, egal ob der Virus tatsächlich diese Kraft hat, ja, und naturwissenschaftlich wollen wir natürlich genau wissen, alle naturwissenschaftlichen Denker wollen natürlich wissen, welche Wirkung hat denn allein diese Interaktionsprozesse sozusagen gehabt und was tötet wirklich und so weiter, ja? Ja, also jetzt die Schlüsselfrage ist halt wirklich, geht es darum, Zeit zu gewinnen, damit die Impfung noch verkauft werden kann? Wird das noch so lange gestreckt oder sieht man jetzt auch überall, dass das eben Japan eigentlich ja eventuell beweist, dass eigentlich gar nichts passiert, wenn eine Gesellschaft gar nichts macht, dass dann auch gar nichts passiert, ja? Sozusagen so, kann man die Impfung noch verkaufen? Das wird die Schlüsselfrage für die pharmazeutische Industrie und die Medizinindustrie sein. Kann man irgendwie noch den Glauben von der Gefährlichkeit des Coronavirus erhalten? Kann man den noch hochhalten oder sozusagen kann man noch diesen Glauben der Bevölkerung so nach dem Motto, ohne Maßnahmen werdet ihr alle tot, zitter, 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 zitter. Also kann man das noch aufrechterhalten oder führt Japan jetzt dazu, dass die Leute den Glauben an der Gefährlichkeit des Virus verlieren und dann kann man ihnen später auch keine Impfung mehr verkaufen. Scheiße, Geschäft entgangen. Ne? Ja, also gut.
bei Schweinegrippe war halt das der Fehler, gell? Also dass dadurch, dass man die Politik nicht zu Maßnahmen gebracht hat bei der Schweinegrippe, dadurch erkannte die Bevölkerung die Harmlosigkeit und man konnte nichts mehr verkaufen. Scheiße, dumm gelaufen, ne? Ja, und dann jetzt kommt die Schlüsselfrage zum Schluss, ne? Das also sozusagen, ja, also wir stellen ja fest, Harald Lesch zum Beispiel gestern wieder in der Heute-Sendung, ja, da kommt es zu Beleidigungen aller derer, die nicht aufhören zu denken, die ihren naturwissenschaftlichen Verstand nicht ausschalten, sondern und auch all der Ärzte, die sich so einfach sachlich kritisch äußern und so ihre Fragezeichen stellen. Also ist das jetzt das neue Motto der Gesellschaft? Wir rufen den Ausnahmezustand heraus und beenden die Meinungsfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit und die Nachdenkensfreiheit und es darf niemand, also sozusagen der Harald Lesch fordert wirklich, dass die Internetfernsehbetreiber auf, sozusagen massive Zensur zu praktizieren, ja. Und da stellt sich natürlich ganz klar eine Frage. Guckt euch mal an, wie viele Werbespots das ZDF jeden Tag von der pharmazeutischen Industrie und von der Medizinindustrie bekommt, wie viele Werbespots in der ARD so in den letzten Jahren gelaufen sind von der pharmazeutischen Industrie und Medizinindustrie. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass alles nur noch Werbespots der Pharmaindustrie sind, sozusagen. Ja, und das ist doch klar, wenn ein Viertel der Gelder ungefähr des Gehaltes jedes Journalisten von der pharmazeutischen Industrie ist, dann bildet sich natürlich Folgendes nach und nach heraus. Ne? Sozusagen, ja, was passiert in der Evolution von Medien? Ja? Da passiert Folgendes, hier haben wir einen Fernsehsender, der stellt lauter total kritische und pharmakritische und medizinkritische Journalisten ein. Ja? Und dieser Fernsehsender stellt lauter Journalisten, die total obrigkeitshörig und total medizingläubig sind, für die Ärzte also nicht nur Halbgötter in Weiß sind, sondern Vollgötter in Weiß sind. Und er stellt nur solche Leute ein, dieser Fernsehsender. Ja, dieser Fernsehsender wird sozusagen die Effizienzzahlen der Pharma-Werbungsschaltungen werden sehr schlecht ausfallen, weil ja quasi der Werbespot sagt A und die Journalisten sagen immer Kritik an A sozusagen. Und das wird zu keinen sehr hohen Verkaufsförderungszahlen führen und deswegen wird dieser Sender nach und nach kaputt gehen. Er wird die Pharmaindustrie als Werbekunden verlieren und wird nach und nach seinen Betrieb einstellen müssen oder runterfahren müssen und wird unbedeutend werden. Dieser Fernsehsender hingegen, der ja nur Leute einstellt, die sagen, ja alles, auch die Götter in Weiß, ich huldige ihnen, ich glaube alles, was, wenn sie den Mund nur aufmachen und irgendwas verdienen wollen, dann glaube ich ihnen jedes Wort sozusagen. Ja? Und das verstärkt natürlich den Effekt der Pharma-Werbespots sozusagen. Dadurch werden die Pharmafirmen sehen, aha, das lohnt sich bei diesem Sender die Werbung zu schalten und dadurch wird dieser Sender immer größer und stärker und wird immer mehr Werbegelder bekommen sozusagen und dann können die einzelnen Journalisten und der Betreiber des Fernsehsenders, sie können viele Kinder bekommen und können ganze Journalistendynastien begründen und so weiter. Ja, und das aber so unverhohlen jetzt sogar sozusagen eine Kritik, die eher jetzt, also früher, bis jetzt hat man ja eigentlich von Seiten der Medien nur zur Zensur der Rechten in der Gesellschaft aufgerufen und jetzt wird also auch zur Kritik der Linken, die also sagen, hier, da stimmt was nicht, da spielt vielleicht die pharmazeutische Industrie ein Irrtumsspiel, also hat einfach da Irrtümer im Kopf und die Medizinindustrie hat vielleicht Irrtümer im Kopf, was ja typischerweise eine Linke
linkslastige Kritik an der ist, also quasi die ganzen Bücher so, die Pharma-Mafia und Medizin-Mafia und so weiter, das sind doch alles eher linkslastige Bücher und jetzt geht der Harald Lesch hin und die ZDF heute hin und fordert quasi die Internetfernsehsender zu einer radikalen Zensur auf gegen sozusagen gegen diejenigen, die also auch also gegen links und rechts sozusagen. Totalzensur ist jetzt also quasi angesagt. Naja, so viel für jetzt. Tschüssi.